Ich weiß auch nicht, ich hatte auch so ein Gefühl, ich habe so lange so rumgesessen und habe nichts gedacht. Und das ist gefährlich, wenn man die Frauen alleine dumm rumsitzen lässt. Weißt du, dann guckst du irgendwann, guckst du so in die Ecken und dann denkst du so, doch was. Du denkst nämlich, könnte mal wieder gestrichen werden. Und das ist der Ende vom, das ist der Anfang, also es ist dann der Moment, dann guckst du weiter und dann kommt Leben in die Bude. Dann denkst du, guck mal, zum Beispiel die Wand, ne? Die könnte weg. Wenn die weg wäre, dann könnte man die Küche, die muss sowieso neu. Ich kann die nicht mehr sehen. Das ist eine Küche, ich glaube, die ist noch, während ich Studentin war, da war die auch schon in Teilen. Die könnte man ans andere Ende der Wohnung machen. Das wäre nämlich super, weil dann könnte man hier ein Fernsehzimmer machen. Dann habe ich den Elektriker angerufen und dann hat er gesagt, ja, also dieses mit WLAN, das ist eine Telekom-Lüge, das funktioniert sowieso nicht. Da müssen wir LAN von dem zweiten Hilfsrouter legen. Das bedeutet, wir gehen durch die Decke, also durch den Boden und dann im Keller entlang, dann kurz durch den Kamin wieder runter und dann an der Stelle wieder hoch. Habe ich gesagt, machen wir. Aber Leute, es war so geil. Ich hatte den ganzen Winter Handwerker da. Oh. Ich war so gut. Ja, ich musste die ja alle beaufsichtigen, ne? Also wenn eine von euch mal renovieren will, ich wäre eine super Bauleitung. Nein, ich habe ja den Mann zu Hause, vielleicht wissen das auch manche von euch, der ist ja, also, der wird ja im Garten gehalten. Also die, die das jetzt noch nicht wussten, ich habe das mit Amnesty abgesprochen, das ist eine artgerechte Haltung, der hat da, nein. Ich schmeiß ihm Grillfleisch raus und dann alles super. Ich lade meine Freundin ein und dann, also früher, ne, als das noch möglich war. Und dann gucken wir durchs Fenster dem beim Grillen zu und das ist so schön. Aber jetzt hatte ich das Problem, also wenn der im Garten wohnt und ich indoor, sind wir dann ein Haushalt oder zwei Haushalte? Dann habe ich beim Gesundheitsamt angerufen. Ich wollte ja nichts verkehrt machen, ne. Also ich habe beim Gesundheitsamt angerufen, stimmt so nicht. Ich habe eine Woche lang versucht, beim Gesundheitsamt anzurufen. Und dann irgendwann hatte ich jemanden dran, dann habe ich meine Frage gestellt, ein oder zwei Haushalte. Und dann sagte man mir, ja, nee, das müssten Sie sich, also da würden Sie, das würden Sie erörtern. Das dauerte zwei Wochen. Und danach habe ich einen Fax gekriegt. Ja, ich kann noch Faxe empfangen. Ich sage euch, wenn das Gesundheitsamt einmal loslegt, verstehst du? Dann aber richtig. Aber das Ergebnis war, wir sind zwei Haushalte. Ja, war scheiße, ne? Ja, da musste ich den reinholen. Das war auch nicht gut. Ja, aber dann kamen ja die Handwerker. Dann ist der von alleine so. Ja, ich bitte euch, ey, wenn man doch einen zweiten Haushalt, ne, sich aussuchen darf, dann nimmt man doch nicht den Kerl, den man sowieso zu Hause hat. Ich meine, bis das der Tod euch scheidet, ist ja okay, aber deswegen musst du doch nicht täglich bis zu deinem Tod mit dem zusammen sein. Irgendwie. Also das war okay, aber dann, ne, letzten Endes habe ich dann eine Schokoladenkur gemacht. Und was ich scheiße finde, ist, dass durch die Schokolade, also dass der Körper das nicht sinnvoll verteilt. Man könnte doch zum Beispiel ein viel schöneres Gesicht kriegen. Oder Riesenhupen, die immer nach Norden zeigen. Oder so einen brasilianischen Arsch, verstehst du? Aber nein, die Schokolade arbeitet an anderen Stellen. Bildet Orangenplantagen. Und ich nenne es mal Verwerfungen. Übereinanderliegende Verwerfungen. Boah, hab ich keinen Bock mehr, ey. Alles nur wegen dem Kerl. Verstehst du?